Servus und alle YouTube-Community, herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, Teil von Dust. Und, ja, ich weiß, es ist ein bisschen Zeit vergangen, aber ich wollte eigentlich mal gucken, ob überhaupt irgendwelche Kommentare kommen. Ja, leider sind nur zwei oder drei gekommen, das war ein bisschen wenig, finde ich, aber gut, ich hatte gehofft, dass ihr vielleicht ein paar mehr Kommentare dazu abgebt, weil ich habe jetzt zuletzt die Frage gestellt, was soll ich jetzt eigentlich tun? Sollen wir den Gianni vergiften oder eben nicht? Ich habe selber gesagt, ja, vergiften ist ein bisschen grausam und so. Aber ich glaube, das ist ein bisschen anders gemeint, als es hier vielleicht steht. Und ich glaube nicht, dass Fidget bzw. das hier wirklich, ich sag mal, so verdorben sind, dass sie ihn töten wollen. Ich denke, es hat ein bisschen was anderes an sich. Und außerdem haben einige Leute gesagt, ja, ich soll ihn doch mal vergiften. Ja, dann tun wir es doch einfach mal. Good, good. This will show that meanie not to push poor little kids around. You said it. But remember, if we get caught, I'm going to blame you. Natürlich die Schuld auf andere schieben. Fine, whatever. With pleasure. That meanie, he's just lucky I don't foreclose on his face. Das Gesicht zwangsvoll strecken. Ja, das ist natürlich auch eine geile Formulierung. Das muss man natürlich lassen. Oh Mann, ist ja geil. What? You know, it's like he didn't pay the mortgage on his face. Then I bite it off. For clothes. Okay, never mind. Ja, das Gesicht abbeißen. Zwangsvoll. Ich glaube, das ist schon mehr als ein fieses, aber gut. Oha. Töten wir mal diese Viecher hier. Oh, meiner ist schon recht rot. Ich glaube, das sollte man vermeiden, dass man so richtig rot wird. Was ist das denn für ein Geräusch? Achso, lol. Timer von einem Teil. Das ist eine Bombe. Ich denke so gerade, hä? Ja, natürlich speichern. Wo wollen wir denn abspeichern? Speichern wir mal hier. Ja, aber schreiben wir. So. Wo muss man jetzt hin? Ja. Ah, da ist neuer. Praktisch. Na, ja, man merkt, ich habe schon ein Weilchen nicht mehr gespielt. Muss erstmal wieder ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Na komm mit. Tolle Bombe. Was ist das? Autsch, da hat's ihn zerlegt. Ja, darf ich sie wieder mitnehmen? Oh. Ja, ist ja gut. Ich glaube nicht, dass die Bombe für ihn gedacht war. Ich muss sagen, das ist ein ganz schön schneller Kerlchen, das muss ich ihm. Nehmen wir die mal wieder mit hier. Ah, was haben wir denn? Ah ja, genau. Dahin muss sie. Und wieder so ein Wandhuhn gefangen. Hm, naja. Die geben Leben. Das ist gut so. Oh, was haben wir denn hier? Angeblich den Schatz noch näher? Hm. Dann mal dieses Teil. Oh! Ach ja, ich glaube, das reagiert auf unseren Stein, den wir haben. Das ist da so komisch. Ja. Okay, der reagiert immer darauf. Au. Aua, das hat weh. Glaube ich. Ah, fuck. Okay, wir haben gerade gebrannt. Das ist natürlich nicht gut. Gehen wir mal wieder zurück. Vielleicht, shit. Nein, das war nicht so geplant. Das war nicht so geplant. Fuck it. Nein. Ich habe ganz vergessen, dass die Viecher ja neu spawnen. Ach, ich bin ja so genial. Wollen wir mal alle rundum gehen. Schnell kaputt, ja. Okay.
Ja, das haben wir mal ganz schnell platt gemacht gerade. Ja. Komm mal wieder mit. So. Noch einmal. Also von neues. Na komm. Krieg hier drauf. Wenn man da irgendwie hoch konnte. Ich glaube, da kommen wir nämlich dahin, wo die Schlüssel waren. Das geht natürlich nicht. Und wieder fleißig Geld sammeln. Oh Mann, er wird ganz schön rot. Was das wohl zu bedeuten hat? Was ist das denn hier? Ah, okay. Ah, okay. Und zwei Wandhühner. Wir machen mal einfach so Felsen klein. Ja, so ist es richtig. Autsch. Nein, 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 ich brenne. Ah. Verdammt, ich brenne. Das ist nicht gut. Zum Glück steht hier so ein so ein Speicherteile. Meine Güte. Speichern wir. Machen wir mal die. Man weiß ja nie, was noch kommt. Ja, wir haben also jetzt den Jungen gerettet. Und, wir gehen jetzt einfach mal zu Giovanni. Oder Gianni, wie der hieß. So, Ifoital, da waren wir gerade. Ja, schauen wir mit dem Schatz. Müssen wir nochmal schauen. Man sieht es da 33%. Okay. Genau. Dorf Aurora war das. Da wollen wir mal hin. Was hat er denn für uns? Please, let me know if you come across those materials. Okay. I'll keep my eyes open. Much appreciated. Jupp, jupp, der wollte irgendwelche Materialien haben. Stimmt, da war ja was. Und das war unserer. If he gives you trouble with fire, you know what they say. Ah ja, der ich glaube der Bürgermeister oder was, Dorf Älteste. Ja, nicht ganz. You know, I tried that once. Nearly burned down my house. Come to think of it, fighting fire with fire is a terrible idea. You shouldn't do that, ever. Ja, das glaube ich auch. Ja, er wollte ja, dass wir diesen komischen Feuerteufel oder was, den Anführer von denen töten. Ach ja, das ist der Bruder hier. Okay. You're welcome, Corbin. Just be a little smarter next time, all right? It's too dangerous out there for a kid like you. And don't worry about Gianni. I'll sort him out. Ja, ich komme mich um ihn. Das ist, Yeah, like the laundry. Like the laundry. Yes, Fidgets. Like the laundry. Okay, okay. Thanks again. You know, you're a pretty good fighter. Danke. Well, I... You're so strong. I'll bet you'd have no problem getting a 1,000 hit combo. Ooh. Of course he wouldn't. He could do it in his sleep. Sleep combo. Sprüche klopfer, der Kleine. Ja. Mann, 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 Mann. Fidgets, calm down. Whoa. Do you really think you could do it? A 1,000 hit combo? Sure. Why not? Ja, aber trotzdem noch zugeben, ne? Oh wow, awesome! Hey, when you hit for the 1,000th time, you should say, this one's for Corbin! Na, okay, wollen wir uns dran erinnern? Klar. Yeah, no, I'm not doing that. But I'll try to get the combo just for you. Das kommt mir nur für ihn. Corbins Combo, yeah! Aber nicht die 1,000er Combo. Was? Mission hinzugefügt? Combo-Brecher. Ja, nee. Warte, Moment.
Es würde Combo gefallen, wenn du einen 1000er Trefferkette erreichen würdest. Hast du es drauf? Na, da bin ich mal gespannt. 1000er Combo Treffer? Okay. Thank you so much for bringing Corbin back. Ah ja, das war die Schwester. Well, don't be too rough on him, Colleen. He's been through a lot. Take care now. Ja. Haben wir Schlüssel? Nein, wir haben immer noch keinen Schlüssel. Ach Mann, das ist doch... Okay, das sind keine Kisten, die man aufmachen könnte. Ah ja, immer schön abspeichern. Man weiß ja nie, was passiert. Ach ja, hochdrücken. Nicht runter. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich sehe gerade, letzter Speicherplatzpunkt. Das heißt, wir fangen vom Neuen an. Also vom Ersten wieder. Ah, Sachen... Lass mal gucken, was hast du denn? Willkommen zurück. Ja, was haben sie denn? Ja, ich brauche mehr Sachen, die mir mehr Gesundheit geben. Was könnte ich denn da... Oh, ich habe auch gar kein Gold. Meine Güte. Ja. Wo ist denn der Gianni? Irgendwas? Hier ist irgendwo wieder so ein Schatz. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach ja, die etwas lethargische Person hier. You look sad. Please, you two. Don't worry about me. Viel durchgemacht. Kann mir vorstellen, wenn man die ganze Zeit immer angegriffen wird. Ach ja, der komische Verrückte hier. Oh, my box. Where is my box? Do you have my box? Ah ja. Have it back. Find it, please. Der mit der Kiste. Reed. Wir haben immer noch keine Schlüssel. Schade. Mann, 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 Mann. Schlüssel? Wenn man Schlüssel braucht, hat man keine. Ah ja, genau. Always a pleasure to see you guys. Glück zu sehen. Ja, dich auch. Oder so. Ah, da ist der Drecksack. So, wollen wir mal gucken. Gehen wir mal die ab hier. All right, Gianni, let's talk. Would you mind telling me why you have a child running errands outside the village with monsters around? Das ist eine sehr gute Frage. Well, I certainly can't be running around outside myself. Those monsters, they are dangerous. So, where is that Corbin brat? He's lucky I'm the patience type and I didn't report his laundry thievery to the guards. Ernsthaft, das glaube ich jetzt aber nicht. Er wusste, dass dort Monster sind und dass er ihn Gefahr rausschicken würde. Ein Kind, ja. In ein Kind. Ein verdammtes Kind, Mann. Ein verdammtes Kind. In Gefahr schicken. Nee, ich denke, das war die richtige Entscheidung. Also. Well, after rescuing him, we sent him back to the village. Ja. Rescuing him, you say? Is he alright? Doch versöhnlichere Töne? Yes, he'll be fine. A bit shaken up, but... Fine, fine. And what of my laundry? Surely, after all that time he spent out there, it must be cleaned by now. Okay, diese versöhnlichen Töne waren wohl für den Arsch. Das ist eindeutig ein verdammter Bastard. Arschloch. Yeah, Gianni, here. Take your laundry. But you're never going to ask Corbin to leave the village again. Do you understand? Ja, ich wäre jetzt auch sehr sauer. Und ich denke, wir haben die gute Wahl getroffen. Well, when you put it so threateningly, I suppose I have little choice in the matter. Ja, das muss mit mehr Nachdruck gesagt werden. For your sake, you should hope we don't have to talk again. Ja. Believe me, I will avoid it if I can help. Das glaube ich dir. I kind of hate this guy. And I would just love to maul his face off. Ja. Da wäre ich auch so langsam für. Also die Idee von Fidget. Gesicht abbeißen. Manners, Fidget. It's what separates us from the animals. Oh, interessant. Das zu sagen, wo man halb Tier ist. Erstaunlich. Aber gut. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn da hier. Gucken, rausgehängt. Wir haben... Genau. Ja.
Aber wegen der Wäsche haben wir jetzt noch nichts mitgekriegt. Moment, werden wir vielleicht nochmal ansprechen. Na? What do you want? Okay, man sieht, ihm geht's scheinbar nicht ganz so gut. Is something wrong? Oh, everything is on fire! This is agony! Agony! Hast du verdient, Bitch! So. Ja, das musste einmal gesagt werden. Das ist ein verdammtes Arschloch. Or maybe having a poor defenseless boy wash your laundry way out in the woods isn't agreeing with you. Ganz unschuldig. Go, boy! Go! Just leave me alone! Let me agonize in peace! Okay. Wenn du es so sagst, fragen wir dich gleich nochmal. Go, boy! Go! Okay. Mehr will er nicht. Aber das ist so gut anzusehen hier. Go, boy! Go! Just leave me alone! Let me agonize in peace! Ah, wie er sich kratzt, wie es brennt, was das auch immer für ein Zeug war, war schon ordentlich. Nicht tödlich. Scheinbar, er lebt ja noch. We are infinite.